auf YouTube hochzuladen. Und da haben wir schon mal einen komischen Raid. Okay. Du machst mir Angst. Bitte entfernen Sie sich von mir. 1,5 Meter Abstand bitte. Das sind schwere Zeiten. So, wir machen nämlich einen wütigen Brachydios. Tatsächlich. Aber ich dachte mir halt, ja, ich probiere mal ein bisschen zu streamen und zu gucken, ob ich das hinterher auf YouTube hochballern kann. Wenn man das hier sieht, dann hat das offensichtlich geklappt. Schätze mal. So. Ja, moin. Der wütige Brachydios ist gar nicht hier. Danke für nichts. Junge, 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 Junge. Nee, aber ich dachte mir, ich nehme das einfach mal auf. Ja, ich zeichne das auf. Und, ja, mal gucken, wie es wird, ne? So, wütiger Brachydios. Hallo! Willkommen! Lass mich an den Korb. Zack. Und da liegst du schon beim ersten Mal. Zack, boom. Jawohl, was willst du denn da machen? Was willst du da machen, kleiner Mann? Willst du das Schwert? Kannst du gleich vergessen. So. Ja. Allgemein, ich werde ein bisschen über das Monster labern. Ich werde ein bisschen darüber labern, was ich allgemein mit euch so ein bisschen vorhab. Schauen wir mal, wie gut mir das gelingt. Ich hoffe, so gut wie möglich. So, wir legen das mal direkt ein zweites Mal. Wäre auf jeden Fall sehr schmackotastisch. Zack, boom. Und da liegst du sogar schon das zweite Mal. Das ist sehr, sehr essentiell. Bei mir ist es jetzt, dass man das direkt zu Anfang an auch schafft. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Die ballern auf jeden Fall schon mal eine Menge Schaden. Der wütige Drache, das ja allgemein, was ich so ein bisschen vorhab. Ich sag mal so, eine Person, ne? Ein Mensch, der mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Hatte sich doch so gern gewünscht, dass ich so ein bisschen. Also ein bisschen Let's Play, als ich ein bisschen, ja, auch mal wieder Videos draufballere. Das habe ich auf jeden Fall vor, jetzt mit Videos 2. Das will ich aufpassen. Zack. Und das habe ich vor. Ich weiß noch nicht, wie gut das klappt. Ich werde, das, was wir halt aufnehmen, als Datei versuchen zu machen und dann hochzuballern. Ob das halt wirklich bei mir so gut klappt, ob das von der Qualität dann auch stimmt, ob da wirklich alles gut zusammenläuft. Ich hoffe es einfach mal, ne? Ich hoffe es einfach mal, weil ich will schon was Gutes hier machen, ne? Ich will kein Bullshit machen, ja? Da bin ich jetzt wieder ins Schleim geraten. Ja, wenn das hier gut klappt und wenn das hier tatsächlich auf YouTube erscheinen sollte, dann können wir uns alle freuen, weil dann würde ich natürlich auch das machen. Mir schon bewusst, das werden wahrscheinlich sowieso nur Leute angucken, die mich kennen. Deswegen, hallo Leute, die mich kennen. Ich grüße euch. Vielleicht guckst du auch mal ein bisschen Video von mir aus. So, an der Stelle natürlich ein fettes Fenster an meinen Live-Coach. Ohne alles scheiße bei meinem Leben. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal so als Running. Naja, nicht Gag, aber als eine fortlaufende Konstante in jedem Video erwähnen. Ja, einfach so zu Ehren. So, jetzt aber ein bisschen Konzentration auf das Monster, weil dieses Monster auch nicht ganz ohne ist. So. Genau, der wütige Drachydios. Was? Das hat er ja noch nie gemacht, Alter. What? Lol, das macht er eigentlich nur in der letzten Arena quasi. Das hat er ja noch nie gesagt, ey. Lol, haben sie irgendwie eine besondere Quest oder so? Also, ich habe die optionale Quest jetzt von denen genommen und nicht besondere Aufgabe. Aber eigentlich macht er das nie und ich bin verwirrt. Kaparette, guck mal bitte. Jawohl, er ist recht lieber. Bin nicht mehr gestanden. Dankeschön. Dein Engagement, das war sehr herzerwärmend. Ja, boah, ja Mensch, ey, jetzt ist schon einer gestorben. Das ist nicht so HIV-positiv. Uff. Fettes Uf auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir wollen das alle nicht. Aber dass er so eine fette Attacke rausballert. Im ersten Gebiet. Krass auf jeden Fall. Wusste ich selber nicht, dass er das macht. Normalerweise so eine Ultra-Attacke macht er dann halt eher halt, ne? Im letzten Gebiet, wenn er halt alles zu seiner alles zerstörenden und tödlich todbringenden Mega-Arena
droppt. Jawohl, ich kann ihn niederlegen. Hier, zack, an die Wand mit ihm, kleiner Bakko. Ja, Mensch. Auf jeden Fall, da bietige Tragödie quasi, naja, eine Unterart, kann man schon fast sagen, vom normalen Tragödie. Wenn Tragödie einen Kampf liefern mit der Schleimeigenschaft, beziehungsweise Einzigartigkeit, der von Mokkarte ist, ja, dieser Schleim, der fällt sich halt an allen möglichen Oberflächen und Lebewesen, haftet er sich quasi an und nach einer bestimmten Zeit explodiert er halt. Und genau, man kann sich diesen Schleim-Effekt quasi von der Seele rollen. Man muss sich einfach nur ein paar Mal rollen, dann ist man den auch wieder los. Wenn man aber allerdings ein bisschen verkackt ist zu machen oder von der Explosion getroffen wird, explodiert das instant und ja, man ist ein bisschen gefickt. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade in Schleim geraten, jetzt muss ich mich ein bisschen wegrollen. Ich glaube, das muss man nur 3-4 Mal machen. Es ist also vergleichbar quasi mit der Explosionspest. Bloß, dass man sich öfters rollen muss. Und das ist halt hier nochmal wirklich auf der Oberfläche hier nochmal ein bisschen nervig, weil das ist halt überall verteilt. So, jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier nicht nur auf die Mütze kriege. Ist auf jeden Fall schon ein Monster, was ein bisschen reinballert. Attacken wie diese sind zum Beispiel ziemlich, ziemlich geil. Also sehen auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll aus, aber die ballern halt, ne? Ballern halt. Ich habe jetzt auch nicht gerade die Rüstung dabei mit der besten Verteidigung, aber auf jeden Fall mit dem stärksten Angriff, sagen wir mal so. Mit mir halt der angriffsstärksten Verteidigung und das wollen wir jedoch wissen. So, jetzt wurde der wütige Drache jetzt durch eine Lähmkröte auf dem Boden gelähmt. Die sich aktiviert, wenn man sie nämlich anstupst. Und auf jeden Fall gut macht die Zeit zum Angreifen. Also, wieder mal im Schleim. Wie gesagt, der schleimt ja alles voll. Das ist ein kleiner Würzbengel. So. Schaden ist auf jeden Fall okay. Ich krieg aber ein bisschen zu sehr auf die Mütze. Jetzt bin ich zum Beispiel verwirrt, das ist nicht so geil. Allerdings haben wir einen guten Heiler in der Gruppe, der auf jeden Fall seinen Job ordentlich macht. Ich muss einfach sagen, diese Musik von dem Drachenvideos, ne, auch allgemein, ist einfach auch einer der coolsten Monster der Spiele. Wenn er dann in die letzte Arena geht, dann hat dieser Drachenvideos nochmal so seine ganz eigene, so ein ganz eigenes Orchester des Todes. Also jetzt muss ich aber ordentlich auf die Mütze liegen. Ich muss aber jetzt mal ordentlich aufpassen, dass ich nicht auf die Mütze kriege. Aber ich wurde wieder geheilt. Ich brauche mich quasi gar nicht um die Heilung kümmern. Das ist ziemlich viel. Da habe ich wirklich ein paar gute Mates entdeckt. So, und jetzt verschwindet er in den Vulkangebiet. Man sollte vielleicht anmerken, dass ich mich hier gerade in den Leitlanden befinde. Es ist eine Quest, also in den Leitlanden. Die Leitlande, ja, da werde ich dazu nochmal ein extra Video wahrscheinlich machen, aber so viel kann ich schon mal sagen, eins der besondersten Gebiete, also der, ja, der einzigartigsten Gebiete, sage ich mal, in Monster Hunter generell, ist es einfach, dass hier viele verschiedene Biome aufeinandertreffen. Wie gesagt, wir waren hier gerade in so einem Wald, in so einer Graslandschaft, jetzt sind wir auf einmal in einem vulkanischen Todestrakt, sage ich mal. Es gibt sogar ein Eisbiom auf dieser Map. Es gibt auch ein Wüstenbiom. Es gibt ein Biom, was an Tal der Verwesung angelehnt ist. Das ist auf jeden Fall cool. Und natürlich das Korallenhochland. Man kennt es. Man darf es natürlich nicht vergessen. So, jetzt hat man hier ein bisschen Chance, Schaden zu machen. Das war schon mal ein bisschen Schaden. Aber der Gute brach ihn natürlich direkt wieder gut. Ist auf jeden Fall nicht so geil. Ich muss sagen, es ist bisher nicht so meine beste Leistung, muss ich sagen. Also, geht auch besser. So, jetzt hat jemand eine Falle gelegt. Wenn er ins letzte Gebiet ist und dann halt sein Schwachsinn halt macht, dann funktioniert das Ganze nämlich nicht mit dem Fall. Also, wenn er halt seine Todesarena macht. Das wird alles ja nochmal gezeigt. Jetzt komm mal bitte her, Brachi. Wenn du Falle gehst, dann kann er nämlich noch ein bisschen extra Schaden machen. Zack! Und jetzt kann man hier ordentlich draufballern. Jetzt geht's hier los, Freunde. Wenn nicht dieser Schwachsinn hier kommt. Und schaffe ich es noch runterzuflashen? Jawoll!
Das hat noch mal ein bisschen ordentlich reingeballert. Ah, scheiße, dann hat das mich erwischt, direkt erstmal in Schleim, jawohl. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht über meine Mails. Es ist zwar schon einer gestorben, aber das kann bei einem Monster mit diesem immer passieren. Da reichen ein paar eklige Kombos, die man halt reingewirkt bekommt. Und auf einmal liegt man im Krankenbett, ne? Das geht schneller, als man Palico sagen kann. Jedenfalls. Ich bin gerade ein bisschen am Upgrade. Mensch, ich will auf jeden Fall, dass wir den schnell rumgehen. Das letzte Gebiet ab mit dem, Alter. Jawohl. Komm auf deine Reality klar, Junge. Habe ich gar nicht getroffen. Ich bin wohl blind mit dem Schnellraum. Das ist auf jeden Fall richtig am Abspacken. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Okay, ich wollte mich selber heilen, aber... Alter, also, wie krass zuverlässig ist denn dieser eine Welt, der die ganze Zeit heilt? Ist ja mal ultra nice. Braucht man das ja gar nicht vom Schiff gemacht. Einfach vorwärts Attacke. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass ich, dass ich zu viel auf die Mütze bekomme. Und guck, schuft da. Wird einfach wieder instant geheilt. Schon wieder, Alter. Wer hat denn da so viele Tränke bei uns? Kann jetzt nicht verwirrt. Uff! Aber wieder instant geheilt. Das ist ja so geil, dass ich die ganze Zeit geheilt werde. Das funktioniert durch die Freundschaftsfähigkeit. So, jetzt kann ich nochmal ordentlich Schaden verlangen. Jawoll. Ab rein verfehlt, wie du Spaß hier, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Gott, auf der Jahrtausend. Zählen keine trotzdem nicht, Kappa. Warum macht er denn seine letzte Attacke nicht? Mann, Bruder. Ich hab schon geilere Kämpfe gegen ihn. Jawohl, jetzt hab ich ihn gelesen. So, jetzt können wir nochmal richtig drauf ballern. Ballern. Ballern ohne Ende, Freunde. Wir müssen so viel Schaden wie es geht machen, bevor er ins letzte Gebiet abhaut und dann seine Todesarena startet. Jawohl, da hat er sich einfach mal gesagt. Ich muss mal ein Stück zur Seite. Zack, ich wollte mich selber hier heilen. Alter, diese Range von den Explosionen, die sind schon heftig. Die sind schon... Der ist schon ein Stück weit übler als der normale Drachelios. Ich kann ja auch mal ein Video zu dem normalen Drachelios machen. Ich muss sagen, ich bekam das Monster halt unfassbar gerne. Drachelios existiert halt schon seit Monster Hunter 3, also seit der dritten Generation. Ist auf jeden Fall schon eine Weile dabei. Dass dieses Monster mit Eisborn halt dazu kommt, ist halt, ist schon geil. Dass man hier jetzt eine extra Special Form von dem Drachelios reinballert, der halt wirklich Dauer Rage Mode hat, ist schon ziemlich cool. Vor allen Dingen das mit der Arena, was gleich kommen wird, das ist auch nochmal richtig, richtig beeindruckend. Jetzt bin ich wieder verwirrt, aufs Maul. Und aber das ist für mich kein Problem. Ich zieh mal meinen Trutzmantel an. Und mal sehen, ob ich den nochmal irgendwie gegen die Wand laufen lassen kann. Das wäre ziemlich cool. Zack. So. Einmal zack. Einmal zack. Bitte Richtung Wand. Noch einmal zack. Und ab die Fahrt. Zack. Boom. Geht doch. Jetzt bin ich allerdings geschleimt. Ich mache einen neuen Weg. Ich würde die Gelegenheit mal lieber Schaden machen. Wenn ich explodieren sollte, bringt mich das nicht gleich hin. Das passt also schon. Man sollte die Chance nutzen, solange man sie hat, richtig? So, ich schreite einmal wie ein Kleinchen. Aua, aua. Ja. Autschi. So, Ausdauerbalken ist runtergegangen. Dann muss ich gleich nochmal eine Ration fressen. Damit das hier hochgeht. Zum Glück habe ich mir alles hier wunderbar in mein Itemrad schon zurechtgelegt, dass ich halt häufig und oft rauche. Zack, bum, bum. Ich muss halt sagen, schon langsam ist so, jawohl, jemand hat ihn noch gefangen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Schaden draufballern, bevor er ins dritte Gebiet geht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Zack, sehr ironisch, dass ich den wütenden Drachenvideo mit dem wütenden Drachenvideo dann Stärke kämpfe. Aber es ist halt momentan schon eine sehr, sehr beliebte Waffe.
Vor allem seine Rüstung ist halt auch echt krass geil. Deko-Plätzen. So. Er hat geschrien, dass er sich jetzt ins letzte Gebiet aufmacht, wo ja, der Kampf sein Ende finden wird, ne? Wo der Kampf sein Ende finden wird, wo einer sterben wird, beziehungsweise entweder sterben wir oder er stirbt. Es wird kein Entkommen geben, es wird eine Schlacht werden. Und es wird vor allem richtig episch, auch mit der Musik. Einfach die Inszenierung ist einfach verdammt geil. So, aber man muss sagen, nicht jedem passt es, dass der Kampf irgendwie so schon so ein bisschen scripted abläuft. Aber trotzdem muss man sagen, so, schaut euch das jetzt einfach mal an. Alter Falter. So, er hat jetzt die ganzen Zugänge aus diesem Gebiet blockiert. Und jetzt geht es erst richtig los, aber. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht sterbe. Aber mein Mate ist ein Gott einfach. Der heilt ohne Ende so. Er hinterlässt überall diesen schleimigen Schleimschleim, der nicht direkt explodiert, sondern erst bei einer ganzen bestimmten Attacke. Und wenn er diese Attacke macht, dann explodiert hier alles. Und das ist, ja, das ist die Erde. Da muss man echt aufpassen, dass man entweder vielleicht den Lebensrettermantel anhat, dass man halt, ja, geschützt ist quasi. So, jetzt hat er, liegt er schon zum zweiten Mal, das kommt ihm sehr, sehr gelegen. Zack, boom. Aufpassen. Dodge des Jahrtausends. Dann lässt sich auch den Dodge-Meister 9000. Das war nicht allzu clever. Zack. So. Er schreit, er ist sauer. Er ist angepisst von uns. Er ist massiv angepisst von uns. So. Zack. Nochmal so eine Attacke in der Hoffnung, ihn vielleicht nochmal mounten zu können. Oder macht Schaden. So. Er hinterlässt halt jetzt dauerhaft überall diesen Schleim, soweit es halt geht. So, jetzt wird er wahrscheinlich das explodieren lassen. Nee, noch nicht. Er hat nur noch mehr Schleim drauf. Versuch mal zu setzen. Und er liegt wieder. Jawohl, was ist denn hier los, Mates? Ihr seid echt klasse. Also ich muss sagen, ich habe hier echt gute Mates erwischt. Zack. Allein diese Musik, diese Inszenierung davon, die ist einfach so geil, muss man sagen. So. Bruder, lauf nicht weg. Ich komm noch zu dir. Wie habe ich das jetzt nicht getroffen? Wie kann ich denn so scheiße sein, Alter? So, ja. Zack. So. Ich hoffe, er hat nicht mehr allzu viel Leben. Er hat schon das Totenkopf-Symbol. Wir sollten ihn bald down haben, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Er hat noch nicht alles explodieren lassen. Das könnte man mal die Quest ins Wanken bringen. Wenn wirklich noch zwei Leute sterben, dann war's es. So, er ballert jetzt die Attacke raus. Oder auch nicht. Ich fang erstmal diesen scheiß Anfänger. Hatte. Zack. Einer von uns wird untergehen und ich werde es nicht. Jetzt habe ich wieder verkackt. Das ist, wie gesagt, nicht meine allerbeste Leistung irgendwie. Vielleicht bin ich ein Ticken nervöser, wenn ich im Stream spiele, weil man natürlich so will, yo, ich will was richtig abliefern. So. Auweia. Und ich bin. Oh! Ich war noch mitten in der Mitte. Mein Lebensrettermantel, der war abgelaufen. Das hat mir schon ordentlich Schaden gemacht, aber ich wurde direkt wieder hochgehalten von diesem Ehrenmann namens Ehrenmate. Ich weiß nicht, wer von denen immer heilt. Ich habe da jetzt gar nicht darauf geachtet. So, jetzt muss der eine auf jeden Fall aufpassen mit seinem Leben. Zack. So, mein Leben passt soweit noch. Attacke, Attacke, Attacke. Viel hält er nicht mehr durch, Freunde. Das schaffen wir. Ich hoffe, wir schaffen es auch vor allem mit dem Feuer. Das letzte Mal. Bevor er nochmal diese Attacke rausballert.
Aber wenn es so weitergeht. Aua, 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 aua. Oh Gott, ich bin verwirrt und ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin in Ohnmacht gefallen, da war ich verwirrt. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich nervig, wenn man in so einem Moment, wo man dann auf einmal Low Life hat, auf jeden Fall so scheiß wenig Leben hat. Eieieiei, das ist super, super nervig. Das ist super, super, duper nervig. Und dadurch bin ich jetzt gestorben. Aber das macht nichts. Wir haben noch 2 Versuche. Das schaffen wir. Ist jetzt natürlich nervig, dass das jetzt passiert ist, klar. Aber wie gesagt, das kann immer mal wieder passieren. Und jetzt ist noch jemand gestorben. Und jetzt wird es nochmal richtig knapp. Jetzt wird es nochmal richtig knapp. Jetzt nicht, dass wir jetzt tatsächlich diese ganze Quest verkacken. Wenn jetzt noch eine Person stirbt, uff, dann war es das nämlich. Und das wollen wir nicht. Ich will diese Aufnahme nicht nochmal machen. Jawoll! Geil! Kappa, ich war nicht anwesend. Ich hoffe, ich schaff's noch, das Monster zu looten. jetzt habe ich mich umsonst nochmal vollgefressen. Mist, jetzt war ich beim Final Blow nicht dabei. Aber sowas passiert. Sowas passiert immer mal wieder in Monster Hunter. Damit muss man zurechtkommen. So, jetzt hoffe ich einfach nur noch rechtzeitig dahin zu kommen. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Ich kann das Monster nicht mehr looten. Nein! Lasst mich noch looten. Ich habe doch meinen Teil dazu beigetragen, Freunde. Wie gesagt, das war jetzt nicht gerade die Rüstung mit der allerbesten Verteidigung, die ich hier genommen habe, aber mit dem besten Angriff. Hätte mir natürlich ein wesentlich tankigeres Bild aufbauten können, dann wäre ich vielleicht auch nicht ganz direkt jetzt gerade gestorben. Aber es war auch eine dumme Situation, muss man sagen. Ich war in dem Moment verwirrt. Und das sind die Momente, die halt ein Monster Hunter Spieler ja, am aggressivsten machen. So, das letzte Item habe ich leider nicht mehr bekommen. Das ist auf jeden Fall schade. Schokolade. Aber wir haben die Quest geschafft. Es war noch mal ein bisschen eng. Dadurch, dass es wirklich nur noch dass es nur noch ein Tod war, der uns hätte zur Niederlage gebracht hätte werden können. So, Königsrüstkugel schmeckt auf jeden Fall sehr. Goldei ebenfalls. Wir nehmen uns alles. Zack. Gucken wir uns nochmal auf, was für ein Juwel. Mächtiges Juwel, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Verkaufe ich direkt. Ja, das war der wütige Brachydios. Das war meine Testaufnahme. Mein Testvideo. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich das so in der Form hochladen kann. Ich fände es auf jeden Fall enorm geil. Es würde ziemlich cool werden. Ich hoffe, mein Livecoach, dir hat es vor allen Dingen gefallen. Ich hoffe, allen anderen, die das gucken, gefällt es ebenfalls. Das war's mit der Folge. Das war's mit diesem Video. Das war's vom wütigen Brachydios. Ich hoffe, ich habe ihn ganz gut präsentieren können. Ich habe ihn ganz gut zeigen können. Und ja, mal schauen, ob ich noch mehr solcher Videos mache. Ich fände es cool, wenn das alles so klappen würde, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir in meinen kleinen, zermarterten Hirn vorgestellt habe. Und bis dahin auf jeden Fall eine gute Reise. Bleibt gesund.